meine lieben Kreativpfötchen, schön, dass ihr da seid. Heute probieren wir mal das Diamond Painting Set aus. Ja, was heißt ausprobieren? Wir wissen alle, wie Diamond Painting funktioniert. Mit diesen unglaublich schönen Schmetterlingen. Gekostet hat das Teil 2,55. Ist schon auf einem Karrahmen. Wir schauen mal schnell rein. Dann seht ihr das nämlich gleich. Ich weiß, es ist lang ist es her, dass ich mir das gekauft habe. Aber jetzt wird es Zeit, dass wir das mal zusammen machen. Ihr seht, es ist auch kein Full-Bild. Sorry, dass ich gerade so abgelenkt war. Es ist kein volles Bild. Es ist nur die Schmetterlinge und die Blümchen. Und mal schauen, ich bin gespannt. Also, 30 x 21 cm. 30 x 21. Von Avec. Drinne sind, können wir ja auch so gucken, die Anleitung. Ich glaube, die können wir uns inzwischen fast schon sparen. Wir wissen alle, wie Diamond Painting funktioniert. Wenn nicht, ich erkläre es euch super gerne nochmal. Und dann haben wir hier unsere Steinchen. Wobei mir eben aufgefallen ist, deshalb hatte ich so komisch geguckt, also ihr habt es nicht gesehen, aber ja, es sind Steinchen in der Kiste. Ich habe keine Ahnung, woher. Ich weiß auch nicht, für welche Farbe ich die Steinchen brauche. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, zu was die jetzt passen und zu was die gehören. Ja, naja. Sind das diese hier? Aber wie kommen die da raus? Das sind tatsächlich die hier. Ist da irgendwo nicht richtig zugeschweißt? Ich weiß es nicht. Ich habe ehrlich keine Ahnung. Ja. Und natürlich haben wir, gehen wir einfach mal weiter im Text. Wir haben keine Altersbeschränkung. Klar, wir müssen aufpassen, weil nicht, dass man Steinchen verschluckt oder sowas. Von daher nicht unter 3 Jahre steht jetzt drauf. Ich würde definitiv sagen, so ab 8. Ihr kennt euer Kind am besten. Und natürlich, was ich eben schon sagen wollte, wir haben eine Platte Wachs dabei, ein Schiffchen und einen normalen Stift. Ich halte jetzt einfach mal hier die Steinchen in der Hand, bis wir soweit sind. Oder? Nee, ich packe sie erstmal in das Schiffchen. Denn da Diamond Painting ja, ich will nicht sagen langweilig, sondern bekannt ist, möchte ich gerne noch was Zweites ausprobieren. Das hatte ich mir noch vor viel, viel größerer Ewigkeit gekauft. Das ist der Diamond Painting Koffer. Zur Erinnerung, ich muss mir ein bisschen Platz schaffen. Hier drin sind 4 Schiffchen, 6 von diesen Teilchen einzeln öffnebar. Ich weiß nicht, ob ich das cool oder eher weniger cool finden soll. Und einige Spitzen, 2 Platten von Wachs, aber Wachs haben wir eh alle genug. Und dann haben wir diesen Stift mit verschiedenen Spitzen. Das Klebeband dazu fragt mich nicht, wo ich es hingelegt habe. Habe ich irgendwo. Da kommt ein Klebeband drauf und dann wird das gerollt. Dann haben wir hier, ich glaube, das sind 4 Stück. Dann haben wir hier noch mehr, könnten 6 Stück sein. Der einzelne und der Dreier. Und das Ganze leuchtet auch noch. Ich möchte das jetzt mal ausprobieren, ob das was bringt und wie ich das in der Verarbeitung finde. Und notfalls haben wir eine Taschenlampe. Auf jeden Fall erzähle ich euch dazu jetzt erstmal ein bisschen was. So, was mir in der Benutzung auffällt und wie ich das Ganze finde. Sagte ich schon? Sagte ich schon. Egal. Doppelt gemoppelt hält besser und so. Also starten wir jetzt erstmal rein. Und ich kann euch aber echt nicht sagen, wie es passieren konnte, dass die Steinchen da rausgefallen sind. Ist das ein Produktionsfehler? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich, wirklich überhaupt keine Ahnung. Aber es passiert, die legen wir jetzt erstmal zur Seite, denn wir haben durch den Koffer 4 Stück, was eigentlich recht gut ist. So. Wobei ich ehrlich gesagt nicht ganz genau weiß.
So. Also ich weiß nicht unbedingt, wie Sie sich das jetzt vorstellen. Klar, wenn man gerade in der Farbe ist, packt man das in die packt man das in diese kleinen süßen Kästchen. Das ist alles kein Ding. Und kann dann dementsprechend Pause machen. Ich weiß nicht. Gott, geht das schlecht ab. So, Gott, geht das schlecht ab. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das gerne da rein haben möchte. Ob ich das gut finden würde. Oder ob ich eher sagen würde, okay, fände ich jetzt doof? Keine Ahnung. Probieren wir mal. So, heute der Start ist mal wieder sehr holprig. Ich versuche hier gerade mal die Folie abzumachen. Ohne dass sie komplett zerreißt, weil wir brauchen sie ja noch, wenn wir Pause machen, dass wir sie drauflegen. Das ist sehr, sehr wichtig, damit keine, kein Staub, keine Haare, egal ob von uns oder vom Tier, keine kleinen Fliegen, keine Krümel und was es sonst noch so gibt, sich auf dem ganzen Bla niedersetzt. Dann versaut ihr euch nämlich eure Klebefläche und das wäre nicht gerade die beste Idee. So, ich schneide das jetzt einfach mal hier auf. Ich denke, das ist okay. So, wartet kurz. Einmal. Und hier hinten nochmal. Ach, ich krieg's nicht hin. Hi. Wenn man 5 Minuten braucht, um Diamond Painting zu öffnen, hat man das Leben auch durchgespielt. So, wir haben es offen. Wir können endlich reinstarten. Mehr oder minder. Gott. Okay, ich habe die Folie jetzt eher zerrissen als alles andere. Naja, passiert. Wenn alles gut geht, werde ich es definitiv heute fertig machen. Also nicht heute im Sinne von in diesem Video, sondern generell heute an diesem Tag. Das ist so mein Ziel, dass das nicht wieder ein 5-Tage-Video wird. Denn das passiert ab und zu mal. So, was ich jetzt schon sagen kann zu diesem Set, also zu dem Set mit dem, wenn ich es euch zeige, bringt es nichts, vor allen Dingen, wenn ich es beschleunige. Zu dem Set mit dem Stift kann ich euch jetzt schon sagen, mir geht es dezent auf den Keks, jetzt schon die Spitze zu wechseln. Das ist schon eine mega, mega doofe Sache. Das ist irgendwie kontraproduktiv. Ich weiß jetzt auch nicht, wie oft ich dieses Teil mit dem wir können da mehrere Steine gleichzeitig aufheben, wie oft ich das benutze. Das wird sich, denke ich, alles mit der Zeit zeigen. Das werde ich heute auf jeden Fall auch noch ausprobieren. Aber gucken wir mal. So. Dann setzen wir Steinchen für Steinchen drauf. Und spielen ein bisschen mit rum. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde diese Halbbilder, das ist ja ein Halbbild. Unterschied, hier ist nicht das komplette Motiv besteint. Sprich, wir haben den Hintergrund. Der hat keine Diamonds. Bei dem wird nicht gedottet. Wir haben nur die 3 Schmetterlinge und die paar Blümchen, die hier ein paar Steinchen bekommen. Und das finde ich eigentlich recht schick. Es ist aber die erste Variante, in der ich das mache. Sprich, ich habe auch noch keine Ahnung, wie das gesetzt aussieht. Es kann ja dann sein,
dass das im Endeffekt doof aussieht. Das werden wir heute sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe aber auch ehrlich gesagt gar keine Ahnung, inwieweit das überhaupt oder inwiefern das in irgendeiner Richtung aussieht. Da bin ich mal gespannt. So. Ansonsten ist es wie immer, wir haben sehr wenig Weiß dabei. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, mich blendet dieses Licht. Ich kann euch gar nicht sagen, ob es jetzt wirklich blendet oder ob ich mir das einbilde. Ich werde heute wahrscheinlich im Video öfters mal das Licht wechseln, also an und aus machen. Wundert euch da bitte nicht. Aber so, wo ist noch? Hier unten. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich dadurch so einen großen Vorteil habe, dass das ein Game Changer ist oder so. Ja, vielleicht ist der Stift ein bisschen bequemer. Das können wir ohne Lug und Betrug sagen. Es kann gut sein, dass der Stift etwas bequemer ist. Das könnte aber auch sein, es gibt ja Stifte von Ideen mit Herz zum Beispiel. Oder wir hatten noch, Gott. Also einige Firmen haben ja Stifte, die sind entweder gepuffert mit ein bisschen Schaumstoff oder halt in einem Kugelschreiber eingearbeitet. Das heißt, die stelle ich mir halt auch eher bequemer vor. Wobei ich persönlich auch kein Problem damit habe, dass ich jetzt eher einen unbequemen Anführungszeichen beziehungsweise so einen dünnen Stift benutze. Da bin ich sehr, sehr schmerzfrei. Und nehme eigentlich immer das, was ich gerade habe. So. Und wir dotten einfach mal so vor uns hin. Ich habe ja auch eben, als ich dieses runtergeholt habe, ist mir auch noch aufgefallen, ich habe auch noch zwei Stück, wenn ich richtig bin. Lass mich überlegen, ja, zwei Stück von Bob Ross. Die will ich auch noch mit euch machen. Stimmt, das Bob Ross mit der Mühle war mein erstes, halbes. Das tut mir leid, das war jetzt keine Absicht, dass ich euch Fehlinformationen gegeben habe. Ich hatte schon mal eins von Bob Ross und das war ein halbes und das fand ich von der Optik eigentlich recht cool. Meine Mutter hat es dann weiter dekoriert und das hängt jetzt bei ihr auch. Also ich mache für sie immer die Diamond Paintings, weil sie ist nicht so der Fan davon. Bei ihr ist dieser Effekt mit dem es entspannt nicht gegeben. Gaming Gandalf hatte unter meinem letzten Diamond Painting Video ein super Wort dafür. Ich habe es schon wieder vergessen. Es tut mir leid. Er hatte es kommentiert. Fand ich total lieb. Also falls du zuguckst, Gandalf, ein riesengroßes Dankeschön. Kannst es gerne wieder hier runter kommentieren. Ich habe es echt wieder vergessen. Es tut mir leid. Schande über mich, Schande über meine Kuh, Schande über alles. Schande über Flauschi. Nein, Flauschi hat nichts damit zu tun. Flauschi ist einfach nur süß und flauschig. Das ist ja dieser Effekt von... Es ist irgendwo so ein bisschen langweilig und ein bisschen frustrierend, aber gleichzeitig total satisfying und total befriedigend und macht Spaß. Dafür gibt es einen eigenen Begriff. Finde ich cool. Wir haben wirklich allem und jedem Namen gegeben, was eigentlich für die Kommunikation super ist. Denn nur wenn wir etwas benennen, können wir damit arbeiten, egal in welcher Richtung. Von daher,
ist das halt auch so eine Sache. Auf jeden Fall, er hat mir uns das kommentiert und ich habe den Begriff wieder vergessen. Ich bin froh, dass ich mich an deinen Nickname erinnern konnte. Das passiert ab und zu mal. Ich bin vergesslich, das tut mir leid. Nein, tut es eigentlich nicht, es passiert. Es passiert, dass man vergesslich ist. Und dementsprechend schaut euch einfach mal das Video an und beziehungsweise schaut euch mal den Kommentar von ihm an. Der hat es da drunter geschrieben und ich gehe davon aus, dass er davon eine Ahnung hat. Denn ich habe mich mal ein bisschen mit seinem Stuff auseinandergesetzt. Ist wirklich spannend. Gerade wenn wir von Twitch reden. Ich weiß nicht, wie viele von euch Twitch kennen. Das geht dann ganz, ganz tief in diese, in dieses Metier rein. Und das ist dann wirklich, wirklich spannend, welche Möglichkeiten das Ganze eröffnet. Da gibt es ganz neue Möglichkeiten. Auch für mich irgendwann mal. Aber das ist noch Zukunftsmusik, jetzt erstmal basteln wir fröhlich vor uns hin und machen jetzt unser Stuff erstmal und machen unsere Sachen und gucken dann, wohin es uns führt. Also euch, meine Community und mich zusammen, Stückchen für Stückchen. Und ich weiß gar nicht, wer mich gefragt hatte, das war unter dem Video von meinem von meinem Karteikästchen, also für die Karteikarten, das Kästchen, wurde ich gefragt, inwieweit. Okay, ich kann die Zahlen trotzdem nicht besser lesen, aber es blendet. Das ist faszinierend. Ob Diamond Painting basteln ist. Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Das ist eine super interessante Frage. Ich denke, ja. Ich glaube schon, dass Diamond Painting basteln ist. Denn, jetzt kommt ein großes Denn, es ist irgendwo was Kreatives. Halten wir denn, also wir machen vorwiegend nichts selber. Wir dotten die Dinger auf. Die Dinger sind vorgedruckt, sind vorgefertigt. Wir haben die Steinchen, die Farben. Da kann ich das definitiv nachvollziehen. Aber ich glaube schon, dass es irgendwas mit Basteln zu tun hat. Denn auch wenn wir ein Bastelset haben, egal welche Art, ob es jetzt das die Magic, also Magic Bookshop, ich fange immer wieder damit an, der Bookshelf oder ob es jetzt die anderen Miniature sind. Miniature aufbauen ist ja auch irgendwo Basteln, obwohl es ein fertiges Set ist. Klar, da macht man viel, viel mehr und die Handgriffe sind viel, viel diffiziler und viel selbstgemachter. Aber ich würde das Diamond Painting genauso wie das Malen nach Zahlen in diese Region packen. Nicht auf die gleiche Ebene, versteht mich bitte nicht falsch. Also klingt vielleicht jetzt blöd, aber ich glaube... Ich glaube, jeder kann einen Miniature aufbauen. Definitiv. Aber für einen Miniature braucht man einfach ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, ein bisschen mehr Geduld. Wofür brauche ich das andere? Ich habe hier eh doch schon zwei. Ein bisschen mehr, ja. Versteht ihr ungefähr, was ich meine, in welche Richtung ich denke? Das brauche ich jetzt nicht unbedingt beim Diamond Painting. Aber ich habe Geduld. Also ich brauche Geduld. Und ich brauche die Lust und den Spaß daran, gefühlt 500 Millionen kleine Steinchen mit einem Stift, in dem Wachs ist, also die Steinchen aufzuheben und dann Stückchen für Stückchen aufzusetzen und aufzukleben. Ich glaube schon, dass das, ja, wie soll ich sagen? Ich glaube wirklich schon, dass das eine Art von kreativen Prozess beziehungsweise vom Basteln ist.
Vielleicht seht ihr das anders. Wenn ihr das anders seht, schreibt es mir super gerne mal in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren, wie ihr das seht. Und was für eine Einstellung ihr diesbezüglich habt. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist es so. Oder ich sehe es so. Ich würde aber auch im gleichen Atemzug natürlicherweise dann das Malen nach Zahlen mit reinnehmen. Denn seien wir mal ganz ehrlich, Malen nach Zahlen gehört einfach dazu. Wenn Diamond Painting Kunst ist, beziehungsweise, ach, was heißt Kunst? Kunst ist immer so schwierig definierbar. Wenn Diamond Painting Basteln ist, ist das auch Basteln. Ich glaube, ich sollte diese Frage wieder ursprünglich zurückführen auf den Begriff des Bastelns. Ja, wir philosophieren heute vielleicht einfach nur über Basteln, Kunst und künstlerische Aktivitäten. Das ist auch eine Möglichkeit. Denn Kunst ist ja eigentlich undefiniert. Also für mich ist ein Punkt bei Kunst, dass man aus etwas Altem etwas Neues schafft oder aus etwas Vorhandenen etwas anderes. Versteht ihr, wie ich meine? Immer dieser eigene, kreative, künstlerische Prozess des Erschaffens und des Kreierens. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt von Kunst. Das heißt, in dem Moment würde ich unterscheiden, ja, Diamond Painting ist Basteln, aber ich glaube nicht, dass Diamond Painting Kunst ist. Diamond Painting fängt, glaube ich, erst dann an, Kunst zu werden, wenn wir die Bilder oder wenn eine Person die Bilder selber designt. Das ist bei weitem definitiv Kunst. Wenn man die Bilder verändert, sprich sich neue Farbkombinationen überlegt, ich glaube, auch das ist Kunst. Oder wenn man sagt, okay, ich habe jetzt dieses fertige Diamond Painting, ich gestalte das Bild einfach weiter und schaffe im Prinzip etwas Neues oder etwas Kreativeres oder ich hoffe, ihr versteht ungefähr, was ich meine. Ich glaube, das ist dann definitiv Kunst. Bleiben wir mal bei dieser Definition. Vielleicht funktioniert die für uns besser, wenn wir den Begriff Kunst, Käsekuchen, Kunst da rausnehmen und wir bleiben bei dieser Überlegung, ist es Basteln. Weil wie gesagt, ich glaube wirklich, dass es Basteln ist. Sonst wären ja auch die ganzen Sets, die es so gibt mit du hast einen Pompon und du hast Hasenpfötchen, die schon ausgeschnitten sind. Kleb Hasenpfötchen am Pompon und du hast einen Hasenpopo oder sowas. Davon gibt es ja Millionen von Bastelsets und das sind ja auch Bastelsets. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich hoffe, es ist nachvollziehbar. Ja, das mal zu meiner Meinung. So, nehmen wir mal das. Aber ich fand die Frage sehr interessant. Dieses, was ist eigentlich überhaupt Basteln und was ist, klar, irgendwann mal kommt man. Ich schimpfe mich selber, also persönlich sehe ich mich als Künstlerin. Auch wenn ich euch im Moment nicht so viel davon zeige. Das Kästchen war schon, ja, halb in diese Richtung. Aber ich sehe mich selber als Künstlerin. Ist ja auch immer sehr schwierig zu definieren, wer ist jetzt ein Künstler oder eine Künstlerin. Und wer bastelt nur in Anführungszeichen, ich weiß, ihr habt jetzt diese, weil beschleunigte Geschwindigkeit und so. Nein, das mache ich nicht in der Geschwindigkeit. Das ist beschleunigt, stark beschleunigt. Diese Teile dauern tatsächlich sehr, sehr lange, auch bei mir. Ich hatte euch ja bei den Magneten die ungefähren Zeiten hingeschrieben. Also das darf man nicht unterschätzen, wie lange man an diesem Magnetchen sitzt. Und gerade wenn man sie nicht hinterher macht, sondern zwischenzeitlich noch irgendwelche Verpflichtungen hat, wie auch immer das zustande kommt, können die Dinger sich schon ein paar Tage hinziehen. Also die Magnete jetzt doch, auch die Magnete. Vergesst es, auch die Magnete können das. Das ist nichts, was man innerhalb von einem Abend fertig gemacht hat.
Ich habe schon ganz, ganz viele Leute erlebt, die davon ausgingen und dann, ja, aber das dauert lange. Ja, dauert's. Wir haben gefühlt 20.000 Steine, jetzt nicht bei denen hier, weil es ein Halbbild. Aber wir haben halt super, super viele Steine und die müssen erstmal alle aufgebracht werden, dementsprechend. Bevor ich es vergesse, ich glaube, ich habe gar nicht geguckt, beziehungsweise ich habe nichts gesehen in dem Hinblick, wie viele Steine das hier hat. Da stand jetzt nicht wirklich was drauf. Ich bin da auch super schlecht im Schätzen. Vielleicht wisst ihr, wie viele das sind. Wenn ja, schreibt mir das super gerne in die Kommentare. Vielleicht ist es euch aber auch vollkommen egal, weil ihr denkt, ja, wenn ich jetzt 5000 Mal in dieses Töpfchen muss oder ob ich jetzt 10.000 Mal in dieses Töpfchen muss, ist tendenziell egal, weil macht Spaß und ist wie Meditation. Und ja, man kann auch in Meditation reden. Hauptsache, man kommt in diesen meditativen Zustand. Es ist dann immer dann, wenn man reden stockt und ich dann am Überlegen bin, was will ich überhaupt sagen, welches Thema will ich anschneiden, welche Worte wähle ich, wenn ich... Also umso mehr ich mich da verhubbel und verhedder und struggle mit den Worten, umso meditativ ist das in dem Moment tatsächlich. Oder ich bin einfach nur total konzentriert und versuche, mich auf die Arbeit, die ich gerade mache, zu konzentrieren. So. Und ich bleibe hängen. Aber das ist okay. Das kommt vor. So, und dann die nächsten. Wie war denn euer Wochenende? Ihr wisst, ich bin wieder mal an dem Punkt, an dem ich mich 2 Sekunden konzentrieren möchte. Also frage ich jetzt ganz, ganz bewusst, wie war euer Wochenende? Was habt ihr so Schönes gemacht? Bei uns hat es ja leider geregnet, das komplette Wochenende durch. Ärgerlicherweise, zwischenzeitlich war es echt schön, aber es war kalt und es war nass. Und dadurch war da auch nicht so viel, selbst Flauschflausch hat sich geweigert, in den Wald zu gehen. Das war so, ja, ich gehe an den Baum, ich renne 2-mal über die Wiese, aber du willst jetzt nicht wirklich, dass ich in dieses Auto steige und mit dir in den Wald fahre. Sie hat sich im Wald geweigert, aus dem Auto auszusteigen. Es hat geregnet. Dieser Hund ist flauschig wie verrückt, aber augenscheinlich nicht wasserfest. Also, nochmal meine Frage, bevor sie vergessen geht. Was habt ihr am Wochenende gemacht? Ich hoffe, ihr habt eure Zeit mit was Schönem verbracht, mit etwas, was euch Freude macht und dementsprechend auch genossen. Wenn nicht, tut es mir leid. Wenn ja, freut mich unglaublich. Sowas ist total toll. Man sollte sowieso eher seine Zeit genießen. Unsere Zeit ist so begrenzt. Da sollten wir echt viel öfter dran denken. Ach. Schüttel, schüttel und weiter geht's. Also mit dem Stift, ich weiß nicht. Ich muss es gleich mal probieren. Ich bin die ganze Zeit am Gucken. Das spiegelt halt total blöde. Also mein Ringlicht oben drüber spiegelt und dadurch sehe ich das nicht ordentlich. Aber ich habe auch gerade das Gefühl, doch hier unten, hier bei der blauen Blume, ihr seht die Bewegung nicht, das ist egal. Bei der blauen Blume gibt es 3 untereinander. Auch bei der lilanen Blume, also da sind ein paar. Da gibt es die 3 untereinander, dass wir gleich mal die andere Spitze ausprobieren können. Muss ich nur dran denken. Weil es wäre ja schon irgendwie blöd. Es ist schon doof, dass ich das Klebeband verlegt habe und wir die Rundung nicht finden. Nicht ausprobieren können, so rum. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schade, dass ich es jetzt erst ausprobiere. Ich glaube, dieser Koffer ist definitiv nichts, was ich empfehlen kann.
Vielleicht bin ich da auch zu puristisch für. I don't know. Ich habe jetzt den Stift einige Zeit benutzt und muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr anfangt, den Stift zu benutzen, also wenn ihr dieses Set habt und ihr benutzt den Dreierstift, ich weiß noch nicht, wie es ist, wenn man den Vierer oder den Fünfer benutzt. Oder ist das ein Sechser? Ich weiß es nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber wenn ihr anfangt, den Dreier zu benutzen, müsst ihr wirklich üben. Das ist mir aufgefallen. Das ist alles nicht so einfach. Manchmal hinterher schieben, dass die Steine wirklich da sitzen, wo sie sitzen sollen. Ich pack's mal mehr in die Dings. Mehr in die Reihe. Zwei Steine zu setzen ist ebenfalls kein Problem. Nur ein Stein zu setzen ist tricky. Das ist dann wirklich, finde ich zumindest. Der Schmetterling ist gelegt. Ich finde das Diamond Painting Bild ultra knuffig. Ich finde es echt schön. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ist, wie gesagt, ein Halbbild. Dadurch hat es nicht ganz so lange gedauert, wie es normalerweise dauern würde, wenn es ein Vollbild wäre. Ja, es ist halt ein Diamond Painting, süßes Motiv, aber das war uns von vornherein klar. Wie das am Ende aussehen wird, denke ich, glaube ich, so halb. Ich habe es noch nicht versiegelt, dadurch sehen die Steine noch ein bisschen anders aus. Aber sobald ich es versiegelt habe, großartig verändern wird sich halt nichts. Ihr habt es ja beim Einhorn gesehen. Ja, beim Einhorn. Was jetzt viel, viel interessanter ist, dieser Stift. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, auf der einen Seite ärgere ich mich, dass ich es jetzt erst ausprobiert habe. Aber naja, da kann man jetzt nichts dran ändern. Ja, wie sehe ich das? Was halte ich davon? Also, das Licht finde ich unnötig. Ich persönlich, meine eigene Meinung. Denn mir bringt es nichts. Ich habe eher das Gefühl, dass es, ja, dass es stört, beziehungsweise dass es blendet. Durch die Reflexion, nicht selber das Licht. Den Dreierstift finde ich eigentlich ganz cool. Wobei, ihr habt es bestimmt gesehen, ich sehr viel rumgeschoben habe. Ich musste immer wieder das Schiffchen wackeln, also so, dass die Diamanten, die Diamonds sich ordentlich setzen und musste auch so sehr viel rumschieben an den Diamonds selber. Präzision, ich weiß nicht, vielleicht kommt das mit der Übung, ich werde es ausprobieren. Ich hatte mir den hier daneben gelegt und habe den dann öfters benutzt oder ab und zu mal benutzt, damit ich einzelne Steinchen reinsetzen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das so im Sinne des Erfinders ist. Also definitiv würde ich, wenn ich den Stift benutze, mir, wo ist er, mir nochmal so einen Stift daneben legen. Wobei ich sagen muss, die Dicke des Stiftes ist schon angenehm. Und auch dieses metallische Gefühl in der Hand ist schon ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Das definitiv. Er fühlt sich jetzt auch nicht billig an. Auf keinen Fall. Das kann ich nicht sagen. Ich habe aber jetzt auch diesen Punkt, ihr seht ja das Muster, ihr seht ja die Farben. Mehr als hier die 5 und das auch mal selten oder hier mal 6. Nein, sind auch wieder 5. Also so viele Steine einer Farbe am Stück gibt es in diesem Motiv nicht. Das heißt, die beiden konnte ich jetzt gar nicht ausprobieren. Das wären, oh Gott, lass mich kurz anlegen. 2, 4, das sind 6, wenn ich richtig, ja, das hier sind 6, dann müssten das um die 8 sein. Gott, sind das viele. 2, 4, 6, 8, 9 sogar. Die konnte ich noch gar nicht ausprobieren. Ich denke, ich werde sie mal ausprobieren in einem anderen Video. Wenn ich ein anderes Motiv habe, das einfach mehr Fläche bietet. Mehr Fläche einer Farbe. Dann werde ich die mal ausprobieren. Ich glaube, dann könnte das damit auch echt Sinn machen. Aber wie gesagt, es war sehr, sehr viel hin und her schieben, sehr viel wackeln. Ich glaube, mir fehlt die Übung. Mir ist aufgefallen, dass während ich das gemacht habe und während ich mit dem Stift gearbeitet habe, wurde ich besser, ein bisschen schneller. Ich glaube, Zeit spart es definitiv. Und gerade immer wieder dieselbe Farbe zu legen, ist frustrierend. Seien wir ehrlich, das ist echt, kann frustrierend sein. Ja,
Kaufempfehlung. Das ist ja dieses Set hier. Das Rad habe ich noch gar nicht ausprobiert. Aber ich glaube schon, dass das Ding Sinn machen könnte oder kann. Da wir ja hier die haben, das sind 4 das Stück. Wir haben 6 davon, das heißt, wir haben 24 Fächer für Farben. 24 Farben zu haben, ist schon mal eine Hausnummer. Das ist schon mal ein größeres Bild und ein buntes Bild. Von daher, ich glaube schon, dass das Ding sinnvoll ist. Vielleicht sollte ich einfach mal probieren, es öfters in meinen Arbeitsflow zu integrieren. Das wäre vielleicht wirklich mal eine Idee. Ich denke mal drüber nach. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir eure Meinung super, super gerne in die Kommentare. Ihr wisst, ich lese eure Kommentare so, so gerne durch. Ich freue mich über jeden Einzelnen und denke an euch, auch wenn ich nicht immer sofort reagiere. Aber ich denke an euch. Herzchen raus für alle, die kommentieren, abonnieren, schauen und ja, Daumen nach oben geben. You know, einfach an alle. Bin froh, dass ihr da seid. Ja, deshalb meine ich, Meinung super gerne in die Kommentare. Auch wie euch das Bild gefällt. Ich finde es ultra süß. Gibt es auch noch beim Action für, wo habe ich die Verpackung? 2,55 Euro. Ultra süß. Hat echt Spaß gemacht. Ist eine super kleine Sache. Super toll. Alles ist super, ich weiß. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst super gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht, ihr kennt das Spiel. Und ansonsten, wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, es kommen jetzt öfters Diamond Paintings, aber auch ganz, ganz viele andere Sachen. Ideen und Möglichkeiten und ich teste ganz viel aus. Wenn ihr einfach kein Video mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert doch einfach diesen Kanal. Aktiviert die Glocke, dann kann YouTube euch jedes Mal informieren, sobald ich was Neues hochlade. Denn ich habe noch keine festen Upload-Tage. Das kommt immer so, wie ich Zeit, Lust, Muße habe und wie gut ich mit dem Video durchkomme. Das ist immer so ein bisschen abhängig. Und ja, ihr müsst ja nicht jedes Video gucken. Was euch nicht interessiert, müsst ihr nicht schauen. Ihr seid erwachsene, mündige Bürger. Also von daher, guckt euch einfach an, was euch gefällt. Und habt Spaß dabei. Das ist das Wichtigste. Habt Spaß dabei. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und ansonsten würde ich sagen, habt einen wunderschönen Tag. Genießt eure Zeit. Macht was Schönes. Am besten mit Menschen, die ihr liebt oder mögt. Und bleibt kreativ. Wir sehen uns.